Hello aus Koh Samui. Ja, wir stehen jetzt kurz vor der Abreise. Das heißt, wir haben noch 2 Stunden hier im Hotel und verlassen aber gleich schon mal unsere Villa. Und ich wollte euch gerne das Zimmer zeigen. Generell sind wir, als wir angekommen sind, sehr, sehr freundlich begrüßt worden. Ein schöner Empfang. Wir wurden dann zum Zimmer geführt, uns wurde das Zimmer gezeigt, aber nichtsdestotrotz möchte ich nochmal eine Deep Dive Room Tour machen, damit ihr einen Überblick bekommt, was euch hier erwartet. Ich würde sagen, wir starten. So, wir haben die Sala Villa. Hier einmal die Tür, die man verschließen kann, abschließen kann. Von außen gibt es eine Klingel, das heißt, es kann keiner einfach reinkommen und auch rundherum ist alles sehr gut abgesichert. Man hat also 100% seine Ruhe, was ich total angenehm finde. Wir haben hier das große überdachte Bett. Das fand ich super, weil auch wenn es kleine Regenfälle oder so gab, konnte man hier total schön sitzen. Also es ist wasserfest und oben sind auch Lampen. Also auch wenn es dunkel ist, kann man sich hier aufhalten. Einmal generell die Liegefläche und dann hier noch die Auflagen für die Sonnenliegen. Da lag ich jetzt ehrlicherweise nur einmal, weil mir das viel zu heiß war, aber für Sonnenanbeter super. Der Boden hier ist total angenehm. Das sind Steine, die werden jeden Tag auch sauber gemacht. Und dann haben wir noch diesen wunderschönen Pool. In der Beschreibung stand 3x5 Meter und Besonderheit, der ist 1,50 Meter tief. Also normalerweise sind es ja eher so 1,20, aber mir geht der so bis hier. Und Temperatur perfekt, da brauche ich nichts anderes zu sagen. Das ist hier halt einfach warm. Wir haben dann hier dieses wunderschöne Outdoor-Badezimmer gehabt. Das hat Vor- und Nachteile. Also der Vorteil ist natürlich, es ist einfach total schön und es ist schön warm. Der Nachteil ist, dass man halt die ganze Zeit Mücken um sich herum hat. Tagsüber geht das, aber nachts ist das ja schwierig. Wir haben hier diese Moskitonetze, die werden auch am Abend zugemacht. Also wenn es dunkel wird, dann kommt hier der Bettservice und die machen das alles zu. Wenn es regnet, dann gibt es hier auch diese, ich zeige das von außen einmal, diese, ja, diesen Plastikschutz, damit es hier nicht reinregnet. Die Badewanne habe ich tatsächlich einmal genutzt, als es abends geregnet hat und kühl war. Die ist super schön und das auch vom Wasser, Kalt- und Warmwasser, das hat funktioniert. Wir haben hier die Leiter, um Handtücher aufzuhängen. Sehr praktisch. Die wunderschöne Outdoor-Dusche, das hat mir persönlich total gut gefallen, hier draußen einfach zu duschen. Ihr hört die Vögel, ihr seht das Grün. Also das fand ich sehr, sehr schön. Wasserdruck war völlig in Ordnung, da habe ich auch ein Problem mit. Und auch hier wird abends dann einfach zugemacht. Ja, Waschbecken mit schönem großen Spiegel und auch hier dem Detailspiegel. Dann am Abend wurde immer hier dieses Räucherding angemacht. Ich kann das mal einmal zeigen. Achso, jetzt ist es natürlich abgebrannt gegen die Mücken. Das ist tatsächlich echt ganz praktisch. Dann ist es hier drin zwar so ein bisschen verräuchert, aber ja, dafür sind die Mücken halt so ein bisschen auf Abstand gehalten. Recht praktisch. Und hier hinter ist dann die Toilette. Natürlich etwas gewöhnungsbedürftig, so draußen. Ihr seht das. Aber ich habe mich relativ schnell dran gewöhnt. Hier noch was zum Aufhängen für die Handtücher. Ja, und das Föhn etc. haben wir ja auch noch drin. Aber das war dann eigentlich so der Außenbereich. War das erste Mal, dass ich so ein komplett offenes Außenbad hatte. Hat mir aber total gut gefallen. Und jetzt zeige ich euch nochmal, wie es drin aussieht. So, von draußen geht es dann in das Zimmer. Gut gekühlt. Wir haben auch einen Fan, das haben wir teilweise tagsüber dann einfach gemacht, weil das ist angenehmer, sonst ist es auch, wird es schnell zu kalt. Ansonsten ist hier links Klimaanlage, Licht und hier steckt eine Karte drin. Es gibt einen Schlüssel fürs Zimmer, keine Karte, deswegen steckt du die ganze Zeit. Ich habe am ersten Tag gefragt, ob ich eine Yogamatte haben kann, die wurde mir sofort gebracht. Das Daybed, super komfortabel. Der Schreibtisch mit bequemem Stuhl. Hervorragend. Und wir haben jeden Tag total viel Wasser bekommen. Also deswegen steht das hier noch so rum. Chrissy hatte seinen Koffer dann hier liegen. Das Bett, was wir total gut fanden, war hier hinter dieser, ja, diese Balustrade, wie auch immer man das nennt. Also zum einen als Ablegeflagefläche, aber auch um davor zu sitzen. Und die ist so ein bisschen gepolstert. Hier hinter noch Fenster. Das sieht man jetzt, glaube ich, nicht so gut, aber schön grün. Auf jeden Fall das Bett generell sehr bequem, muss ich sagen.
Dann haben wir hier vor dem Bett diesen Aufbau zum Sitzen und die Trockenfrüchte und Nüsse wurden jeden Tag auch aufgefüllt. Abends gab es mal noch so einen kleinen Nachttrunk, den haben wir jetzt nicht getrunken, sonst war das jetzt zu süß. Dann haben wir hier die Bar und den Fernseher und unser ganzes Mückenzeug. Bar bzw. Kühlschrank wirklich okay ausgestattet. Wein, Bier etc. Aber relativ teuer. Also Bier kostet, glaube ich, so um die 5 Euro, was hier schon dann recht teuer ist. Hier nebenan alle Gläser, Korkenzieher etc. Fernseher haben wir gar nicht erst angemacht, ehrlicherweise. Und dann haben wir hier auch nochmal so ein Mückenzeug. Das wurde abends immer angemacht mit ätherischen Ölen. Halt nicht mit Rauch, sondern ätherische Öl, was die Mücken fernhalten sollte. Hier noch kleiner Block, Telefon, Lampe und hier im Schrank ein großer Spiegel. Da habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich den gefunden habe. Wir haben den Safe hier drin, die Strandtasche, Schuhe, Taschenlampe und dann hier auch nochmal so ein elektronisches Mückenzeug. Das haben wir jetzt aber gar nicht ausgepackt, die beiden Schirme und die Bademäntel. Ja, hier geht es dann zum Badezimmer und generell Zimmer wirklich gut ausgestattet. Also muss ich sagen, tippitoppi. Von den 3 Hotels, die wir besucht haben, war das auch unser absoluter Favorit. Also auch der Service war super nett, immer extrem freundlich. Es gibt eine sehr schöne Anlage vorne und einen schönen Strand. Man kann Getränke abends auch am Strand zu sich nehmen, weil sie direkt so eine Beachbar haben. Es gibt einen sehr, sehr schönen Pool, den schwarzen Pool, das ist ein Adults Only Pool, der wirklich total stylisch aussieht. Da kann man auch einfach schön liegen und gucken. Dann gibt es noch den weißen Pool, wo auch Kinder erlaubt sind und der auch total schön ist und gut besucht ist. Und abends bringen die einem die Getränke sogar bis in den Pool. Haben wir jetzt nicht gemacht, weil wir hatten unseren eigenen Pool. Aber ja, das war wirklich schon sehr, sehr schön. Und ich muss auch sagen, dass das Essen wirklich gut war. Das hatten wir in den anderen Hotels teilweise nicht so. Und ja, ich habe sogar einmal das Frühstück gefilmt, das zeige ich euch jetzt noch mal einmal. So, wir sind heute so früh, dass ich mal das Frühstück filmen kann. Hier gibt es die Eisstation, Getränke, 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 tausend Getränke, Müsli-Station, gekühlte Butter. Wir gehen mal direkt hier entlang weiter. Hier gibt es immer so einen kleinen asiatischen Salat, heute Pineapple-Salat. Salatbar, frisches Obst, Brotstation, süße Brotstation. Hier sind so Aufstriche, also Maple Syrup, Peanut Butter etc. Hier haben wir so kleine Joghurtdrinks, gekühlte Obstsalate, Joghurt etc. Geschnittenes Obst. Und hier haben wir noch Schinken und Aufschnittwurst. Käse, Frischkäse, heute sogar mit Brie. Und dann gibt es ja noch die Thai-Station. Das heißt, hier sind immer so kleine Thai-Gerichte. Hier haben wir jetzt einen Green Curry, Tom Yam Gang, Fried Rice, Egg Tofu. Und hier ist dann wieder so ein bisschen Englisch. Wir haben Hash Brown, aber gleichzeitig auch Pasta und Gemüse. Also gab es hier gestern auch Gemüse, irgendein Kartoffelgericht und Nudeln. Und hier ist dann nochmal die Sweet Station, Patton Co, Chocolate Waffle, Pancakes. Und hier gibt es noch die Schießbude nicht. Die Restaurant Area sieht dann so aus. Es ist gerade niemand hier, wir sind sehr früh. Es gibt einmal diesen Draußenbereich und hier den Indoor-Bereich, der auch wirklich bequem zum Sitzen ist und schön. Und hier ist dann direkt der Beach. Vorne seht ihr die Strandbar. Da ist zweimal am Tag Happy Hour, einmal von 1 bis 3 und dann nochmal von 5 bis 6. Und das ist der eine Pool, dahinter ist noch der andere Pool. Also generell eine wirklich schöne Area hier. Achso, und dann gibt es auch noch die Frühstückskarte. Da kann man dann nochmal von bestellen. Also von Eggs Benedict, Banana Bread, French Toast, Acai Bowl. Wirklich alles, was das Herz begehrt. Ja, dann konntet ihr, glaube ich, mal einen ganz guten Eindruck bekommen. Also Sala Samui Cheung Mon können wir auf jeden Fall empfehlen. Und wir freuen uns auch schon, uns das Sala Samui in Chaweng anzugucken. Das werden wir nächstes Jahr, denke ich mal, machen. Und jetzt fliegen wir erstmal nach Hause. Ciao!